Hallöchen! Aber wie gern! Herzlich willkommen in Wir funkeln Bad Niederfunkeln, Niederfunkeln, Funkeln Nieder oder so. Ja, genau. Ja, einfach mal hier Gold und Teddy. Ach, ich liebe diesen Satzbau. Ui, das ist ja wieder ein... Was bringen denn eigentlich die Geschenke, weißt du das? Da sollte, wenn du Glück hast, was drin sein. Ach so, aber bis jetzt war noch nie was drin. Cool. Das ist natürlich total Knorke. So, komm schon. Meine Güte. Stabiles Teddybärchen. Pützchen. Plopp. Oh, geil. Angekettet. Die Pferde, die haben es echt in sich dieses Mal hier. Die sind stabil. Oh ja, stabiles Pferdchen. Ja. Gold aus der Wolke. Und Blümchen. So, was war denn hier? Rechts weiter oder erstmal nochmal nach unten? Sekunde, ich level mich gerade mal ein bisschen hoch noch. Jo. Brauchst du ein magisches Zweihandschwert? Ich schmeiß es dir mal her. Das hätte natürlich auch schon schön Schaden. Ja. Ich würde das mal vielleicht behalten, ja, behalte wenn, mal. Wenn ich mit dem anderen Kaschmar mal spiele. Wenn ich denn den dann irgendwann hochgelevelt haben sollte. Du meinst den Raubritter, Kreuzritter? Den kreuzenden Raubritter. Ja. Den raubenden Kreuzritter, ja. Ja gut, ich meine, Raubritter, Kreuzritter ist ja alles das gleiche Pack. Weil, ganz ehrlich, Kreuzritter haben ja nichts anderes gemacht. Ja, ist ja so. Na, ja. Wir waren immer so hochglorifiziert und so, aber wenn man es mal mit dem genauen Auge betrachtet, haben auch die nichts anderes gemacht als gemordet, geraubt und gehurt. Und vergewaltigt am Ende vielleicht sogar noch. Oh, da ist ein Törtchen. Törtchen? Jo, ein Törtchen, das ist so ein heile Törtchen. Achso. Ja, die hauen ja schon alle ab von mir hier jetzt. Was ist da los? Ja, jetzt habe ich schon wieder die Pfeile. Ich muss mir das mal abgewöhnen, hier immer 1, 2, 3, 4 auf einmal zu drücken. Weil dann habe ich nämlich immer keine Pfeile, wenn ich sie tatsächlich mal brauchen sollte, so wie jetzt gerade. Jo. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Ah, hier rechts. Kurz Moment. Ja, ich warte hier auf Dick. Oh ne, machen wir mal so. Jo, bin da. Schön. Ups. Oh, hier ist dann auch schon wieder der Ausgang. Gut, dann gehen wir da nicht hin. Naja, mehr war ja nicht mehr, oder? Doch, doch, wir haben oben noch zwei Gänge. Ach ja, oben haben wir noch zwei Gänge, das stimmt. Da liegst du richtig. Hauptsache mitgenommen. Ja, eben. Ist doch völlig Latten, ob es was bringt oder nicht. Aber es liegt rum, ist gratis, also wird es mitgenommen. Genau. Ja, die Pferde helfen rumliegen. Ja. Ist schon sehr makaber eigentlich. Ja, schon. Ja. So, Attention! Ladies and Gentlemen! Alter, geil! Und noch ein Goldtop! So, war da jetzt wieder mal was dabei? Was meine vorherigen Handlungen in dem Level überflüssig gemacht hat? Nein. Hast du schon ein Amulett, ein anständiges? Bestimmt, aber hast du was Besseres, was Cooleres? Weiß ich nicht, es hat hier.
Guckst du an, ob das taugt. Prestige-Erlösung? Nee, taugt nicht. Kriegst du wieder. Dammit. So, da hoch. Rache ist süß. Jo, dann haben wir alles, oder? Ich check nochmal die Map. Ja. Jo. Gut, dann wieder hinab. Na, so. Na, wir können ja auch, so. Gleich, wir können auch gleich mit Schnellreise raus, oder? Nee, können wir nicht. Nee, ich glaube nicht so richtig. Dann kommen wir wieder in the city. Of rock and roll. Na, Bock auf Pferdesalami? Nom, nom, nom. Ich hätte da was dabei. Wir sind gerade zufällig ein paar Pferde über den Weg gelaufen. Boing, so, boing, die laufen, boing, wa? Boing, ja. Das boing, nur auf zwei boing. Beinen? Mm, ja. Mit beiden rechten und beiden linken? Ja. Ach, widerlich. Ach, komm schon. Nee, finde ich gut. Schon, ne? Ja. So, dann mal wieder raus hier. Östlicher Kanal. Geht's noch östlicher eigentlich als der östliche Kanal? Nee, ne? Wer weiß. Okay, dann müssen wir hier lang. Jo. Also vielleicht, man weiß es noch nicht so richtig. Lassen wir uns überraschen. Würde ich vorschlagen. Gold. Gold und Silber mag ich sehr. So, wir könnten da jetzt... Ja. Ach, gehen wir einfach. Östliche Ablaufsteuerung. Jo. Yes. Dieser Durchgang sollte zu den trostlosen Sanden führen. Wo bist du lang? Ah ja, hier bist du. Okay. Oh, da ist eine er wieder. Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Mhm. Wie fantasievoll. Recht hat er. Wir es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir meine Archive erreichen. Na, da bin ich mal gespannt hier. Ja. Gehen wir erst noch mal kurz nach Hause, Inventar ausleeren. Ja, das können wir gerne tun. Das finde ich gut. Ich kehre in die Stadt zurück. Natürlich, natürlich. Macht ja auch immer schön Sinn, ne, so ja. Den ganzen Kladderadatsch hier loszuwerden. So, da haben wir einmal das hier. So, den wollte ich aufheben. Und den Rest kann ich vertickern, so wie es ausschaut. Den hebe ich auf. Den. Was ist... Oh, seltene Marke des Schufts. Was mache ich denn mit der? Weg mit. Ach, für einen Begleiter habe ich nicht. Hab keinen Begleiter. Bringt's was im Verkauf? Jo, einiges. Na dann, mal weg mit, wa? Dem ganzen Schund hier. Ja, so muss das sein. Da ist raus, was keine Miete zahlt. Richtig. So, ich hab 158.000. Lebender Zermatscher. Die könnte sich auch mal echt was Neues hier zulegen, eigentlich. Achso, die habe ich schon gezeigt, die Armbrust. Du hast mir. Ja, nö. Dann kann der ganze Quatsch hier weg. Jo. Als weg damit. Jo. Genau. Ach nee, da kommt jetzt erstmal was in Schredder wieder zum Verwerten. Was mache ich eigentlich mit der Kane-Chronik? Ach ja, das hat man schon mal, das kann immer sparen, ne? Irgendwas hast du mal gesagt gehabt. Was? Die Kane-Chronik. Achso, ja, wenn du ganz viele na, du weißt schon. Genau. Ja. Ja, noch ein paar Sachen zum Vertickern. Seltener mächtiger Gürtel habe ich mal aufgehoben für einen Barbar. Aber den brauchst du, glaube ich, nicht mehr, ne? Alter,
Plus 63 Stärke, plus 65 Vitalität. Nee, Verschepper's. Hau weg den Quatsch. Ja. Dann kann ich hier drin nämlich auch mal kurz aufräumen. Seltenen Armschienen weg. Der Schmiedeplan, den lasse ich mal da. Das ist auch Begleitergeschichte. Begleitergeschichte weg mit, habe ich nicht. Und ein Ring noch, auch weg mit. So, ich wäre wieder soweit. Mhm. Habe ich auch gleich. Ja, nur keine Hast. Zack, zack, zack. Nur keine Hast. Na, wir wollen ja hier keinen Stress aufkommen lassen. Jo, denn? Uralte Wasserstraße. Denn? Wenn hier, wa? Auf geht's. Was? Überfluteter Durchgang. Was? Hat das Fass auch gerade mit dir geredet? Nein. Okay, das hüpfende Fass da hat gerade mit mir geredet. Und der hier? Okay. Ich glaube, du musst erstmal die anderen Kasper hier wegmachen. Kein Problem. Jetzt redet's mit mir. Ihr da draußen, seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Sagt ja, wenn ihr es seid. Ah, das ist er. Red mal mit ihm. Einfach. Der habgierige Shen. Na dann. Vielen Dank für die Befreiung. Gerne. Es wurde langsam ein wenig langweilig. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden. Und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Ja, dann. Aber nicht tief genug, um nicht von wenig. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Shen. Habgierig? Ist das wirklich ein Name? Ja, natürlich. Mein Name war schon immer kann so, solange ich mich halten? Erinnern kann. Und vielleicht sogar noch länger. Was wolltest du gerade sagen? Ja, er steht in unserer Schuld, aber nicht so tief, als dass er uns nicht trotzdem horrende Preise berechnen würde für alles, was er tut. Natürlich, er ist sehr habgierig. Auf zu den Aquädukten, oder? Jawohl. Mögt ihr Edelstein? Ich kann mir nicht erklären, halt doch die Pappen. Warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Es war ohnehin leichtsinnig, hierher zu kommen. Ihr hattet Glück, nicht bei lebendigem Leib verspeist worden zu sein. Unsinn. Ich bin zäh und knochig. Dämonen haben einen besseren Geschmack. Ja, scheiß drauf, Pfeilhagel. Oder auch nicht? Was ist da los? Na gut, geht's auch ohne. Ja. Was für ein faszinierender Ort. Schaut euch nur all diese wunderbare Architektur an. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden. Also der Typ, wenn mal drauf geht, na, dann muss man hier die Klappe extra erschlagen. Ja. Und nicht nur einmal. Nee, da muss ordentlich drauf prügeln. Irgendwo ein Nest oder was? Ich habe auch so das Gefühl, ja. Genug Hass. Hey, das Geld. Ach, komm schon, echt jetzt. Verschwunden ist. Kevin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch. Ich bin kurz davor zu verhungern. Verhunger. Wir könnten hier unten etwas Gutes zu essen finden. Hier in den Aquädukten. Ja, beliebt zu scherzen. Macht euch nicht lächerlich. Ich verstehe keinen Spaß, wenn es ums Essen geht. Ich verstehe keinen Spaß, wenn es ums zu viel Labern geht. Wisst ihr, eigentlich war es ganz interessant in einem Fass eingeschmolzen. Der Schmelztiegel. Oh. Der gehört mir. Seid vorsichtig, Kevin. Er könnte verflucht sein. Oh je. Ich hatte ihn gewarnt. Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Quest beendet. Schön. Armer junger Mann.
Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich im Caldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander kombinieren kann. Ich suche schon seit langer, langer Zeit nach einem bestimmten Edelstein, müsst ihr wissen. Ich habe es zwar nicht eilig, aber vielleicht werde ich ihn ja finden, wenn ich mit euch gehe. Genauso wie den Schmelztiegel auch. Wie wäre es, wenn ich euch auf eurer Reise begleite und wunderschönen Schmuck für euch herstelle? Gut, aber lasst uns hier verschwinden. Ja, wenigstens. Der Ausgang ist nicht weit weg von hier. Ich bin kurz davor zu verhungern. Glaubt ihr, wir könnten hier unten etwas Gutes zu essen finden? Das hängt ganz von eurem Geschmack ab. Oh, ich mag alles Mögliche. Ich habe von vielen seltsamen... So. Na dann, wieder raus, oder? Ja, machen wir mal. Uralter Pfad. Geht ihr schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Alles klar. Ja. Hast du ihr zugehört? Ich nicht. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Mhm. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Und was für ein Gott? Ich bezweifle, dass das ein gutes Ende nehmen würde. Mhm. Wer Macht sucht, wird oft davon zerstört. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Ja, dann wissen wir das jetzt auch. Mhm. Dass wir Engel sind. Götter in trostlosen Sanden. Genau. So. Ganz schön serpentinig hier. Ja, es wäre eine coole Motorradstrecke. Ja. Aber ich glaube, hier gibt's keine Motorräder, oder? Ich glaube auch nicht so richtig. Erzählt nur wieder was. Unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Ja, das fällt ja super zur richtigen Zeit ein, um das zu erzählen. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Aha. Na dann. Sind wir ja beruhigt, dass du die Schlüssel hast. Wieder keinen Hass mehr. Ich bin so ein friedliebender Mensch, das ist unglaublich. Ja, furchtbar. Ja, schon. Ach, schau an. Ach, schon wieder so dusselige Fliegeviecher. Mhm. Ja, jetzt habe ich auch wieder Hass, das passt. Litze der Lakuni. Ja, witzig. So, Ruhe jetzt. Ja. Die meinen das echt ernst. Ruhe da. Die meinen das echt ernst, habe ich so das Gefühl. Daran könnte ich mich gewöhnen. Juhu. Neues Levelchen. Jo. Spinni noch ein bisschen helfen hier. Da aufgehoben. Bäh. Ist ja eklig. Und ich hab's jetzt aufgesammelt. Na super. Komische Fischgräte hier.
diese Fliegenschwärme da die ganze Zeit. Könnte man ja meinen, wir sind hier in der Nähe von dem Tümpel oder so. Wir, die Zakarum, wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch Ruhe. Nicht von den uralten Gesetzen des okay, Feinde. Abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Oh. Hey. Oh. Ja, ja, die Gier. Ja. Ich fühle mich gestärkt. So ist das halt. Ich bin auch nur eine Frau. Jack, Gürtel, der mehr Schaden macht. Geil. Oh, oh, jetzt kommen hier wieder diese komischen Laserlichter. Mhm. Au. Bei mir machen die nicht so viel aus wie dir. Na, bei mir geht's auch. So, da könnten wir runterkrabbeln. Dann wären wir auch schon wieder da, wo wir hinwollen. Hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Aha. Ja, wollen wir schon runter oder wollen wir erst noch alles andere abchecken? Ist schon noch ganz schön viel, ne? Ja. Ja, gehen wir erst mal ein bisschen was abchecken, wa? Jo. Okay, ich glaube, so viel ist es gar nicht. Es ist recht schmal, glaube ich. Das täuscht, glaube ich. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Dann lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Ich glaube, das geht da links gleich wieder hoch. Okay. Aber nicht weit, von daher. In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Ich kann. Doch, haben wir die andere auch schon gefunden. Eieiei. Hervorragend. Das ging ja schnell. Da wissen wir schon mal, wo wir gerade nicht hinwollen. Ja. Oh, was ist das hier denn? Für ein hübscher. Einer, der nichts kann, auf jeden Fall. Die kapieren es nie, glaube ich, hier. Nee. Die lernen das einfach nicht mehr. Nee. Rache ist süß. Oh, hier ist noch Gold. Während der Magier-Clan-Kriege beschworen die Mistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Alter! Schon wieder. Oh, die hüpfen. Bande. Sauhunde.
da was. Nee. Oh. Oh, oh, ja. Meine Kraft ist zurück. Ups, ups. Oh. Wow. Okay. Ich glaube, dass der uns ja wegen Verhone piebeln will hier. Alter. Da ist noch einer. Wow. Bist du, hallo? Bist du auch hier unten? Ja, da wollte ich jetzt aber nicht rein. Nee, wieder hoch. Aber jetzt sind sie wenigstens weg. Ja. Ja, dann gehen wir gleich wieder runter, oder? Interessant. Interessant. Ja. Dann hier noch. Einhand. Ist egal. Wurscht, runter. Also gut. Aha. Okay. Mhm. Bloß wenn man mal ein bisschen den Torsierschlüssel angreift, schon passiert sowas. Ja. Gemeinheit. Alter, diese komischen Spulwürmer hier, ne? Aber auf die müssen wir uns hier unten echt einstellen. Oh. Eine Truhe, die sich kaum rentiert hat. Ein Eiersack. Ich finde ja den Eiersack immer noch toll. Warum? Hat auf jeden Fall was, ja. Warum verrate ich aber nicht. Eine Truhe. So, da geht's nicht weiter, jawohl. Eiersack. Truhe. Sollen die Eiersäcke eigentlich die Truhen beschützen oder wie haben sie sich das vorgestellt? Du, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, was die eigentlich damit geplant hatten. Hm. Oh ja, das können wir auch schon gucken. Alles für einen Eimer. Na, wobei, warte mal, da war irgendwo was. Ah, naja, minus 9,9, das ist mir zu viel. 7,1. Nee, nee. Nö. Alles nüscht wert. Und hier hoch noch. Zeit für einen kleinen Pfeilhagel. Na also. Ui, das war sogar orange. War ja gleich mal angucken. Na, bei mir ist nichts Sinnvolles am Start. Lass mal identifizieren das Stück. Taugt, ja? Gewählt mir. Truhe. Hurra. Hast du schon mal überlegt, dich bei den Marines zu bewerben? Hurra!
Au! Ich brauche mehr Zeit. Na komm, also, geh doch. Schön stabil, die Viecher. Ja. So, was war jetzt hier? Auch nichts dabei. Ah, den könnte ich eigentlich mal... Naja, dann fände ich ja schon wieder einen Edelstein. Und der ist nicht gesockelt. Nee. Nee, dann lass ich's. Ich bin mittlerweile nämlich absoluter Sockelfan. So, dann haben wir alles und können praktisch direkt weitergehen hier. Ja. War hier alles nur für dich. Ich weiß. Da bin ich dir. Ich schrei dich nur an, damit du besser geschützt bist. Ich weiß. Das stärkt mich. Dein Kampfschrei, der stärkt mich. Der freut mich auch des Nächtens immer. Oh yeah. Oh. Sehr, sehr prächtig. Ja, schauen wir mal, was dabei ist. Was taugt hier. Ach. Ach. Ah, wobei die Schuhe ganz cool sind. Ein Ring, sie alle zu knechten. Auf ewig zu binden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Oder wie ging es nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ein Ring, sie zu... Ach, du liebe Zeit. Ein Ring, sie zu finden. Auf ewig zu binden, ins Dunkel zu treiben? Nee. Keine Ahnung, du kriegst gerade nicht mehr zusammen. Ja. Ich kann mich gerade aber auch nur schwer konzentrieren hier. Ja, immer diese Ablenkungen. Ja, durch diese ja, genau. Rumhüpfenden Viecher hier. Ja. Oh. Oh. So. Geld. Oh. Dieser Kackwurm, der ist übrigens immun gegen Verlangsamung, ne? Das ist frech. Ja. Leider ist er nicht immun gegen unsere Waffen. Oh, den haben wir mal sauber gespalten. Beziehungsweise du hast ihn mal sauber gespalten. Ach du schon. Hey. Schon wieder so einer. Also ehrlich. Ja, dann gibt's halt mal wieder so eine Pfeilgeschichte hier. Was denn? Seltene Axt mit Sockel. Einhand. Hättest du Interesse? Zieh sie dir mal rein. Danke, aber... Nein. Gut, dann nehme ich den hohlen Reißer wieder mit. Hier geht's schon wieder raus. Nee. Mhm. Ja. Dann haben wir dann alles? Ja, ich denke schon. Gut, dann... hinaus. Und während wir hier raus teleportiert werden, können wir mal Tschüss sagen. Ja, sagen wir nochmal. Tschüssinger. Tschüssingers.